Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück, Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Na gut, ich finde es auch nicht gut, dass ich den getötet habe. Aber was soll man machen? So, dass ich so ein Spiel spiele, wo man einen Joystick braucht oder ein Gamepad, das ist ja auch schon lustig. So, wie war denn das? Klinge auswählen. Ich muss immer auf die Tasten schauen, um die Farbe noch zu sehen. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe hier über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. So, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich habe es ja leider nur bis zur Hälfte gespielt, ich weiß gar nicht, wie es ausgeht, hat es mich ein bisschen genervt, dass ich so einen blöden Charakter spiele. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein, nicht. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Oh, mir fehlt ein Finger. Des Todes. Habe ich einen Finger zu wenig? Fehlt mir ein Ringfinger? Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Danke, dass du mir zeigst, wo ich hin muss. Zieh dich hoch. Nee, da komme ich nicht hoch hier. Und weiter, immer weiter hoch, komm. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen.
Altair, ihr seid zurück. Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Genau. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das ist jetzt nicht der richtige Weg. Aber da ich jetzt damit angefangen habe, mache ich mal weiter, mal schauen, wo ich da hinkomme. So, ob das jetzt eine Abkürzung war, will ich bezweifeln. Also ich bin überzeugt, seinerzeit, als dieses Spiel rauskam, waren das bewegende Bilder. Endlich kehrt er zurück. Abbas. Wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Ja. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Okay, das war's für heute. Nächstes Mal hole ich mal mir meinen Anschiss ab. Man sieht sich. Ciao.